Hey Leute, was geht? Wir sind hier bei Krav Maga Radeberg und wir beschäftigen uns heute mit großen Schwingern, großen starken Schlägen, beziehungsweise wie wir die möglichst effektiv und effizient abwehren können. Und große Schwinger bedeutet, wir haben also diese meist mit großer Ausdruckbewegung, mit viel Kraft und viel Power die Dinger, boom, die einschabbeln. Wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, aus der Biomechanik und Physik steckt hier am Ende immer die meiste Power drin. Was wir nicht machen wollen, egal in welcher Situation, in irgendeiner Form zurückgehen. Leute, wenn ich hier zurückgehe und der Tilo ist mal Vorwärtsbewegung als größerer, stärkerer Gegner, hat er immer die beste Position und hat immer die Möglichkeit, die Situation zu bestimmen. Mein Ziel ist es aber, ihn dahin zu bringen, dass er sich von mir schützen muss. Für uns heißt das erstmal, wir wollen grundlegend ran an den Mann oder an die Frau. Wir wollen die Distanz verkürzen. Bedeutet für uns ist erstmal auch ganz grundlegend, wie stehen wir überhaupt. So kann ich da nicht viel ausrichten. Für uns heißt das, reguläre Rechtshänder nimmt meistens das rechte Bein nach hinten. Der Linkshänder steht meistens mit dem linken Bein hinten. Und wir stehen ungefähr schulterbreit und versuchen im Voraus immer unsere Hände mit hoch vor das Gesicht zu nehmen. Das bedeutet, dass sobald wir merken, da entsteht vielleicht eine Situation, die Potenzial für Gewalt hat uns gegenüber oder unser Bauchgefühl sagt uns schon, dass irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich unwohl, gehen wir unsere Ausgangsstellung, sprich das eine Bein ist hinten, unsere Hände sind oben, so erstmal grundlegend stabil zu stehen und haben eine gute Ausgangsposition, um einen eventuellen Angriff, wie auch immer der aussehen mag, abzuwehren. Sobald der Schlag kommt, gehen wir zu oder agieren wir zusätzlich zu dem Reingehen, setzen wir unseren Cover oder unseren Helm auf. Das bedeutet, was ist ein Cover? Ich nehme meine Hand hoch, meine Hand geht an den Hinterkopf, mein Oberarm ist eng am Kopf dran und spanne meinen Nacken an, ziehe meine Schultern hoch und igel mich ein. Kann ich links oder rechts aufsetzen oder beides zusammen, nennen wir in der Selbstverteidigung Helm. Die Hände sind oben, wir haben gemerkt, es geht gleich los. Wir sehen, in den meisten Fällen eine Ausholbewegung, dieses kleine Zucken, was wir dort haben. Darauf versuchen wir zu achten. Wir wollen Hände mit dem Blick haben und natürlich den Schulterbereich, denn da kommt alles, was von hinten kommt, hat das seine Ausgangsposition. Hier ist normal, so. Hier rein, setze ich hier meinen Helm auf. Ich habe einen Schritt nach vorne gemacht, habe mein Bein vorgebracht und stehe auch hier wieder stabil. Mir würde es jetzt nichts bringen, mit dem anderen Bein nach vorne zu gehen. Warum? Ich bin instabil, das drückt mich hier weg. Gehe in den Schlag rein, andere Seite. Gehe auch in den Schlag rein. Sobald ich hier gelandet bin, schießt mein Arm einmal rum, mein Kopf wandert hier schon mit raus, ich greife mein eigenes T-Shirt. Ein Automatismus, den wir uns immer angewöhnen. Die andere Hand greift hier oben in sein T-Shirt rein. Mein Kopf ist draußen. Warum ist er draußen? Wenn ich ihn hier irgendwo habe, er hat die andere Hand frei, er hat seinen Kopf frei, er kann schlagen, kann arbeiten. Das möchte ich nicht. Ich habe erstmal meine Position verbessert. Gleich nochmal, vorher stand ich hier, Schlag haben, spreche meine Hände oben, Bogen, Treffer. Jetzt bin ich hier gelandet, hänge hier drin. Jetzt ist er immer noch voller Lebensfreude. Er kann immer noch alles machen. Er ist größer und stärker, die besten Voraussetzungen. Also müssen wir ihn erstmal beschäftigen. Jetzt stehen wir schon sehr optimal. Ich bin diagonal rausgegangen, stehe leicht versetzt zu ihm, die Schulter an Schulter. Wenn ich jetzt in dem Fall mein rechtes Bein einfach nur hebe, boah, die meisten kennen es, sehr, sehr schmerzhaft, sehr, sehr empfindlich. Die kicken maximal ein, maximal zweimal dahin. Was passiert mit jemandem, der was in die Nüsse bekommt? Sagt meistens zusammen. Wird kleiner. Problem ist, wenn ich jetzt hier stehen bleibe und Bogen habe, gekickt, er kommt nach vorne, fällt gleich hin, fällt in mich rein, fällt in meine Beine. Wir wollen nicht auf den Boden kommen. Bedeutet, sobald wir merken, derjenige Bogen lockert sich, drehen wir uns seitlich raus. Wenn er jetzt kippt und hinfällt, ist das für mich erstmal kein Problem mehr. Reingegangen, greifen, kick, dreh mich seitlich raus. Wenn er erst noch nicht gefallen ist, noch nicht außer Gefecht, immer noch ein Problem darstellt, habe ich hier die Möglichkeit nachzuarbeiten. Wir stehen hier und ich habe mein geschlossenes System von Anfang an immer noch geschlossen. Mit der anderen Hand habe ich jetzt hier die Möglichkeit zu arbeiten. Hier unten ist ein Trefferfeld zu, hier oben hat sich ein neues ergeben. Das kann ich machen. Flache Hand Richtung Ohr, Hammerfaust mit dem Ballen, als wäre es ein Hammer. Boom, Richtung Kieferwinkel kann ich arbeiten. Was habe ich noch für eine Variante? Ich bleibe hier immer dran, das heißt, ich lasse nicht los. Immer noch ein geschlossenes System, kann hier greifen, boom, mit meinem Knie zum Kopf arbeiten. Ich habe denjenigen beschäftigt, es geht nicht um ihn zu zerstören, es geht um ihn zu beschäftigen. Zeit, die wir benötigen, um zu flüchten, sicher zu flüchten. Wir müssen eventuell Türen öffnen, müssen wo raus, wo rein, je nachdem.
Derjenige ist beschäftigt, wir können noch einen Push mitgeben, nehmen unsere Hände hoch und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges. Im Voraus standen wir schon da, hatten unsere Hände oben, um unser Gesicht zu schützen. Das Gleiche führen wir jetzt fort. Wir wollen jetzt nicht aus dem Kampf rausgehen, sagen, geil, immer direkt vor mir, hat geklappt. Von hinten kommt vielleicht der Nächste. Wir müssen immer die ganze Umgebung wahrnehmen, gucken, wo ist der nächste Fluchtweg, wo kann ich raus. So wie wir uns gelöst haben, gehen meine Hände hoch, ich schaue, wie ein Rundum leuchtet, 360 Grad muss ich abdecken. Ich schaue, entscheide mich, wohin ich flüchte oder vielleicht, nächster Kontrahent, muss wieder arbeiten.